Hallo und herzlich willkommen zurück zu Adrift. Ich bin mir nicht ganz sicher, wo ich bin. Auf jeden Fall vor einer Art Luftschleuse und der Weg führt uns geradeaus. Was ist denn unser Ziel? Gute Frage. F halten. Gut, dann öffnen wir mal das Ding hier. Auf jeden Fall, der mobile Zentralrechner ist offline, genau. Manuelle Synchronisation benötigt. Ah, ich glaube, das war das mit den drumherumfliegenden Trümmerteilen. Das hatten wir zwar schon. Aber egal. Ja, ich weiß ziemlich genau, dass ich hier schon mal lang geflogen bin und mir da nichts getan habe. Jetzt gerade eben sah das nicht ganz so gut aus, aber kein Problem. Wir waren hier hoch runter, so, ne? Genau, sehr gut. Das geht auch noch. Nicht alles verlernt. Ist ja schon wieder ein bisschen Zeit vergangen seit der letzten Aufnahme. Sauerstoffleck reduziert. Das gefällt gut. So, dann schauen wir mal rein. Das war ein Terminus, haben wir glaube ich schon gelesen. Wir gucken trotzdem noch mal kurz rein. Ich glaube mich zu erinnern, dass es ja nur diese kurze Strecke war, die wir jetzt gerade wiederholen. Ja, ich glaube, das hatten wir schon. Error. Error. Genau, die ging alle nicht. Aber das hier. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 12. April. 2037. Alex is pushing the limits of our entire extraction process. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. Wie komme ich da raus? Muss ich das anhören? 2037. Encrypted personal log. Achso, ich muss so. Alles klar, das hatten wir schon. Ich kann mich zwar nicht mehr genau daran erinnern, aber ich kann mir das Video angucken und dann weiß ich das wieder. Alex is pushing the limits of our entire extraction process. Hard. Harder than I ever would, but I can't argue with the results. Spiritus is producing breathable oxygen from terrestrial plant life off-world. Food production is a success as well. Everything tests clean. There's been a few scary moments, and everyone misses home, but this is working. Na gut. Sauerstoff wird benötigt, vor allem wenn man hier unterwegs ist. Irgendwo im Weltall. Da ist das wohl das höchste Gut. So, hier wollen wir jetzt mal nicht gegenfliegen gegen das Teil. Wie war nochmal scannen? Okay. Alles klar. Nochmal den Raum scannen hier mal, dass wir nichts verpassen. Was zeigt der mir denn an? Okay. Ist da irgendwie ein Terminal? Kann ich da was tun? Ist das was oder ist das nichts? Das ist, irgendwie ein kaputtes Terminal, wie es aussieht. Der Pfeil zeigt auch munter geradeaus. Aber ganz ehrlich, hat der nicht gerade was hinter mir angezeigt? Naja, egal. Da ist was zum Anhören. Wir kommen schon wieder völlig schräg rein hier, sehe ich gerade. Dann wollen wir mal. Hudson. Personal data transmission received. Hudson, Emily, 23, June, 2037. Hello, Elizabeth. I hope you're doing well up there. I'll never get used to saying that. Elizabeth. I just wanted to say that I know your father and I weren't always supportive of your choices, and we wanted a different life for you. But after the accident and being on my own for so long now, I can see that we were wrong. Everything you've accomplished and the work you're doing, I'm just so proud. I know your father would be too, but he was. I know you two never reconciled before he died, but he loved you in his own flawed way. I saved a box of books from his classroom. Maybe when you get home, you can find some closure there. Huh. I never know how to end these. Say hello to Alex for me. I'm glad you two are together out there taking care of each other all these years later. I love you. Is this how I turn this off? Is it automatic? Okay.
Ja, wir versuchen hier alle aufeinander aufzupassen, beziehungsweise bin ich jetzt die Einzige, die hier noch auf irgendwen aufpassen muss, sondern zwar bin ich das. Ich passe auf mich selbst auf. Sonst gibt es hier nicht mehr viel aufzupassen. Das sieht irgendwie krass aus hier. Die paar, zwei, drei Teile, die gerade eben vorhin hier rumgeflogen sind, waren ja wirklich nichts gegen das Teil hier gerade. Habe ich ein bisschen Sorge, dass ich da überhaupt vorbeikomme. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ich glaube, ich werde gleich übelst weggebamst. Nee, doch nicht. Schwein gehabt. Ich wollte eigentlich da hinten hin. Da gab es ja wieder irgendwelche neuen Informationen, aber ich komme überhaupt nicht an dem Teil hier vorbei. Das ist echt ein Witz. Vielleicht kriege ich richtig eine gepaddelt. Und ich glaube, dann war es das. Oh, Schwein gehabt. Okay, ich kann zwar jetzt wahrscheinlich hinfliegen, aber ich werde nicht mehr zurückkommen, glaube ich. Mal sehen. Das Ding ist auf jeden Fall noch in Betrieb. Man müsste eigentlich irgendwann was hören, ne? Das war doch bisher auch immer so. Dass die Teile irgendwann redselig wurden. Alter, das war ganz schön knapp. Ich bin nicht allzu weit geflogen hier. Es gab doch hier immer eine Information, oder? Oder bin ich falsch? Bin ich da etwas falsch gewickelt, oder was? Also ehrlich, habe ich auch gerade die Orientierung verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das Ding eigentlich ist und wo ich... Okay, da komme ich her. Die von da komme ich. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier rechts rumdrehe, müsste das Teil jetzt ziemlich genau vor mir sein. Ist es aber nicht. Na gut, dann drehen wir uns mal hier laut... Das ist es. Aber echt lustig. Irgendwie passiert nichts. Vor allem muss ich dringend irgendwo Luft herbekommen. Ich glaube, ich breche das jetzt mal hier ab. Da ist das, was ich haben wollte. Despite global adoption of the Digital Anonymity Act of 2024, which prohibits the use of anonymous digital interactions after a decade of internet-related violence and terrorist acts, the online community is erupting with unproven theories convicting North Star 4 survivor Alex Ushma as the direct cause of the accident leading to the death of her crew. Private and classified information about Ushma, her past in the North Star mission itself, is now being illegally shared and globally used against her despite the absence of concrete evidence or proof of act. Hardman Aerospace has yet to release any official statement regarding their efforts to bring Commander Ushma back to Earth safely. For instant updates, stay connected to Global Information Network Stream. Ich glaube, das Teil erwischt mich jetzt auf jeden Fall. Das heißt, man sieht mich als eine Art Terroristen und das war's auch schon, Lars. Na gut, wir gucken uns das nochmal an. Ja, Ushma. Da geht sie dahin, die Terroristin. Kein Problem. Wir starten bestimmt wieder an denselben Punkt. Ah ne, ein Stückchen weiter. Das finde ich nicht schlimm. Manuelle Synchronisation benötigt. Ah ne, wir sind wieder hier. Ach ne, das ist okay. Genau. Jetzt eben sind wir hier dann hinten nämlich rechts rausgeflogen. Jetzt nehmen wir mal den direkten Weg zum Ziel. Der... Ach, wie krass schnell das ist. Scheiße, muss ich da trotzdem lang, ne? Das ändert hier nicht viel an meiner Situation. Au. Warum? Extra aufgepasst, verdammt. Verdammt und zugenäht. Hab doch extra aufgepasst. So. Außenrum fliegen. Das Ding zeigt doch auch irgendwas an, ne? Hat das nicht gerade eben irgendwas angezeigt?
Ich muss auch tatsächlich da irgendwie hin. Das hat hier... Oh, da komme ich da rein, oder was? Mal gucken. Mal ein bisschen runterfliegen. Der Scanner scannt. Ganz ehrlich, bin ich mir überhaupt nicht sicher, wo ich eigentlich hin muss. Ich vermute mal da lang, oder? Das wäre jetzt so das Einzige. Nee. Ich soll nach rechts. Dann geradeaus. Nee. Da war ich gerade. Da will ich nicht nochmal hin. Da hinten gibt es Sauerstoff. Okay. Das heißt, das ist jetzt mein Ziel? Kaum vorstellbar. Das Ding erwischt mich doch trotzdem wieder jetzt, oder? Nee, okay. So, wenn ich so bleibe in dieser Entfernung, könnte das passen. Dann machen wir das mal vorsichtig. Vorsichtig dikt. Ganz vorsichtig mal vorbeischweben. Oh, hoppala, falsche Taste. Genau, da will ich hin. Das Ding kann mir jetzt gestohlen bleiben hier. Das kann da mein Ding rumrudern, wie sie will. Ich möchte auf jeden Fall in dieses Modul da rein. Da vorne war nämlich Sauerstoff. Den werde ich mir holen. Ganz gemütlich machen wir uns mal dahin. Uns fehlt übrigens auch noch eine Verbesserung, ne? Was steht da? Nicht lesen. Zu klein. Der Fluch eines kleinen Monitors. Also klein kann man eigentlich auch nicht sagen, aber... Okay, dann geht's weiter hier runter. Alter, das Ding hat's ja aber auch richtig zerfetzt hier. Und wir sollen also dran schuld sein, ja? Dass das hier so aussieht, nur weil wir das Programm vorangetrieben haben. Wahrscheinlich kommt nachher raus, dass wir sämtliche Sicherheitsvorkehrungen irgendwie außer Kraft gesetzt haben, um die Produktion zu erhöhen oder so. Keine Ahnung. Naja. Genau, das Sauerstoffleck ist reduziert. Das heißt, wir befinden uns gleich wieder im Inneren. Wow, was ist das hier? Nicht schlecht. So, dann holen wir uns mal ein frisches Stück Sauerstoff. So, genau. Jetzt gucken wir mal ganz kurz. Da hinten kann man ran. Wir gehen aber erstmal kurz hier ran. An das. Ist schon wieder alles falsch rum, ne? Drehen wir uns mal richtig rum und schauen uns das mal von der richtigen Seite an. Hallo, Hardiman. Okay. Es gibt wieder Log-Einträge. Error. Fehler. Die Dinger sind alle leer. Encrypted personal log. Scientist. Hudson. Elizabeth. 18. June. 2037. Na dann mal los. Spiritus production is approaching disaster. Irrigation supply can't keep up with botanical demand. Going through more hand four cells than we planned for or brought with us. Power is straining from keeping them both running in the red. This can't continue. Especially under the command of someone more comfortable asking for forgiveness than permission. I love Alex, but I am starting to lose faith in her. Oops, das hört sich nicht gut an. Offline. Okay, offline. Da gibt's also nichts mehr zu horchen. zu horchen. Ja, schade. Da wurde das Vertrauen in mich verloren. In uns sozusagen. Du bist schuld. Ich natürlich nicht. Kann ja nichts für. Moment, von da sind wir gekommen, glaube ich. Wir haben uns jetzt ja einmal rumgedreht. Genau, da wollen wir jetzt hin. Da gibt es noch was zum Anschauen. Ein Stück SSD-Festplatte. Eine Backup-SSD. Wahrscheinlich 10 von 25 oder so. Nicht 14 schon, guck an. Ich bezweifle trotzdem, dass wir auf die 25 kommen werden. Dann huschen wir mal durchs blaue Portal. Wieder raus ins All hinein. So, nächstes Ziel ist da unten. Beziehungsweise wir nehmen den langen Weg hier oben durch die Röhren durch.
Hier fliegt ja doch noch relativ viel Scheiß durch die Gegend. Ich möchte jetzt nicht getroffen werden und nochmal irgendwie verenden. Irre, ey, wie es hier aussieht. Komplett im Arsch. Mission Control to Commander Oshima. All major hand four systems damaged and offline. Manual repair required for EEV operation and launch. Do you copy? Na klar, copy ich. Man kann ja hier anscheinend nichts zurückmelden. So, mal ein bisschen durch die Trümmerteile hier durch. Ist da drüben eigentlich was? Soll ich da hin? Nö, ne? Vorerst nicht. Aber ich wette, dass man da auch rein kann. Aber da ist gar nichts, also kein Symbol oder so. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen näher kommen, dann können wir mal gucken, ob man dann was findet. Hier vorne gibt es nochmal Sauerstoff, den brauchen wir momentan erstmal nicht. Nutzerstatus wird synchronisiert. Ich vermute mal, dass es so eine Art Checkpoint ist, oder? Genau. So, dann drehen wir uns mal gleich gerade. Scheiße, wie ist gerade? Das ist doch nicht gerade. Na gut, vielleicht ist der Raum dann drinnen tatsächlich gerade. So, öffnen wir mal das Portal. Okay, alles klar. Das kommt ihm irgendwie auch sehr bekannt vor, oder? Es gibt hier tatsächlich mehrere... Was? Es gibt hier tatsächlich mehrere Wege, wie es aussieht. Emergency escape vehicles offline. Core systems repair required for launch. Na gut, das weiß ich ja schon. Ich weiß, dass wir geradeaus müssen, also jetzt von uns aus gesehen nach rechts. Ich gucke jetzt aber trotzdem erstmal hier lang. Will mal sehen, was da ist. Dann müsstest du jetzt eigentlich auch nur rausgehen, oder? Genau. Hä? Sehr krass irgendwie. Der mit einem fetten Schwung. Genau, da kommt man jetzt dahin. Der zeigt aber überhaupt nichts an, da. Das heißt. Entschuldigung. Dass ich da jetzt erstmal nicht lang möchte. Wir gehen also wieder zurück und nehmen jetzt hier erstmal den Weg, der uns vorgegeben ist. Autschen. Seitdem wir dieses Beschleunigungsding hier drin haben. Entschuldigung. Seitdem wir das drin haben, sind wir echt ordentlich schneller geworden. Man ist da wirklich ruckzuck mit der Birne mal wieder an der nächsten Verstrebung irgendwo dran. Einen leichten Frosch im Hals, was das soll. So. Ein bisschen Sauerstoff mitnehmen, was meint ihr? Liegt ja auf dem Weg sozusagen, ne? Gut, für uns geht es jetzt einfach immer nur geradeaus. Da vorne ist das nächste Teil. Zumindest fliegt uns jetzt hier mal nicht ganz so viel um die Ohren gerade. Was cool wäre, wäre so ein bisschen wie bei Alien Isolation, wenn dann hier quasi die Teile gegen den Helm fliegen, so ein Helmgeräusch von außen. Kling, 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 kling. Das fand ich ziemlich geil. Würde hier ganz gut passen. Ich meine, genug Müll fliegt ja hier rum, ne? Das Teil da hinten dreht sich auch so super schnell, da möchte ich nicht gegenkommen. Ich vermute auch, dass wir jetzt da nach oben müssen. So, wir folgen dem Pfad der Gerechten. Bin sehr gerecht, auch wenn ich nicht alle SSDs gefunden habe. Ja, es ist immer die Unaufmerksamkeit. Ach, wie schön. Was ist das? Südamerika? Keine Ahnung. So. Ist echt ein bisschen schade, ich würde mich ja gerne weiter umgucken, aber wenn man hier mal nicht aufpasst, wo man hinfliegt, ist man ruckzuck irgendwo, wo man nicht sein will. Hand 4 Mobile is mainframe damaged and offline. Manual repair required. Dafür bin ich hier. Hoffe ich. Vermutlich fliege ich jetzt schon die ganze Zeit einfach immer nur im Kreis und es bringt gar nichts, was ich hier mache. Aber das sieht ziemlich mainframig aus, oder? Da ist so eine Backup-SSD, die hole ich mir erstmal. Komm her, du.
So. 15 von 25, das heißt, da fehlen immer noch ganze 10 Stück. Das ist eine ganze Menge. Mobilis, das sieht gut aus. Sauerstoff haben wir auch noch genug. Da ist jetzt was offen. Ist aber nicht unser Ziel. Unser Ziel ist... Das ist unser Ziel. Dann wollen wir mal. Hardiman. Mankind above all else. Das ist doch nicht wirklich unser Ziel. Failure. Na gut, aber für die Geschichte ist es natürlich wichtig. Error. Hardiman Aerospace Internal Complaint Submission. 6, July 2037. Okay. Complainant. Hudson, Elizabeth. Rank. Scientist. Assignment. North Star 4. Offender. Oshima, Alex. Rank. Commander. Assignment. North Star 4. Please list complaints and grievances. Insubordination. Abandonment of mission. Misuse of vessel. Was? Endangerment of crew. Requested action. Request inquiry and review into relief of command. Hardiman Aerospace internal complaint submission. Complete. Decision pending investigation and internal review. Ich vermute mal, dass Madame Oshima, die wir natürlich hier darstellen, vielleicht nicht ganz eigennützig gehandelt hat, nicht ganz uneigennützig, beziehungsweise irgendjemand wollte das, dass es genauso gemacht wird, wie es gemacht wurde. So, das wäre unser Weg, wir kommen hier aber nicht raus, ne? Das Ding ist nämlich offline. Das heißt für uns, dumm gelaufen. Wohin soll ich sonst? Wir befüllen noch mal kurz den Sauerstoffvorrat. War hier ein anderes Portal offen eigentlich? Kann sich da jemand dran erinnern? Von hier sind wir, glaube ich, gekommen. Ich mich nicht irre, dann sind wir hier. Nee, oder sind wir von da gekommen? Tja. Ich glaube, wir sind von hier links gekommen. Dann düsen wir jetzt mal hier geradeaus. Das sieht gut aus. Das sieht neu aus. Das kennen wir nicht. Dann nehmen wir dann ganz entspannt den Weg nach rechts. Genau, das sieht gut aus. Fliegen zwar jetzt erstmal so ein bisschen am Ziel vorbei. Aber da, wo kein Portal offen ist, kann man auch nicht viel machen, ne? Da kriegt man ja nicht einfach aufgedrückt hier. Krass, wie schnell wir schon wieder sind. Guck mal da oben. Das was zum Untersuchen. Das ist allerdings ein ganz schön... Ach, guck mal, da ist wieder ein Toter. Eieiei. Wir fliegen mal ganz entspannt hin. Ich glaube, wir sind ja außerhalb dieser gefährlichen Sonnensegel. Man wird eng, aber es passt. Alles klar, wenn man so ein bisschen vorsichtig ist, geht's. Und wenn man auch nicht zu viel Gas gibt hier, verbraucht man auch nicht zu viel Sauerstoff. Wobei das Manöver hier trotzdem... gefährlich ist, was ich hier schon wieder vorhab. Wer bist du? Kollege. Oder Kollegin, wahrscheinlich. Nicht, dass wir die auch noch umgebracht haben. Das ist Elizabeth. Verstorben. Komm, gib Pfötchen. Pupp. So, dann haben wir das auch geklärt. Etwas unangenehm. Der Weg scheint richtig. Wir sind hier gerade rausgekommen. Da unten leuchtet irgendwas grün. Grün ist erstmal die Farbe der Hoffnung für mich. Genau, da wollen wir auf jeden Fall hin. Da gibt es Sauerstoff. Dann füllen wir uns da nochmal auf. Kann ich ja mal ein bisschen Gas geben hier. Gas geben. Tatsächlich gibt man wirklich Gas. Gas. In Form von Sauerstoff. Sehr gut. Also solange Sauerstoff auf dem Weg ist, kann man nicht falsch sein.
Da ist das Portal verschlossen, wenn ich das richtig bemerke. Da hinten ist der nächste Sauerstoff, dann ist das unser nächstes Ziel. Genau, da ist das Portal, wo wir eben nicht durchgekommen sind. Mal gucken. Ah, fuck. Ich meine, verdammt. Ich komme hier auch nicht durch, merke ich gerade. Das heißt, ich muss tatsächlich ganz oben rüberfliegen. Das hat mir eben fast mein Visier gekostet, die Aktion. Super. So, ich denke mal, von der Seite kriegt man es wahrscheinlich jetzt nicht auf, oder? Nee, es ist genauso verschlossen. Ich fliege mal trotzdem kurz hin. Ich bin neugierig, ob ich das aufkriege. Ich vermute eher nicht. Ja, offline. Okay, alles klar. Also, eine kleine Drehung. In diese Richtung. Gibt es ein bisschen Sauerstoff, also gehen wir auf jeden Fall mal da rein. Das sieht gut aus hier. Das ist unser Weg. Mhm. Ein bisschen Sauerstoff nehmen wir auch noch mit. Eine leichte Drehung. Genau so. Das gefällt mir gut. Das Portal ist auch offen. Na, das sieht gut aus. Das sieht sogar sehr gut aus. Benutzerstatus wird synchronisiert. Was ist denn das hier? Guck mal. Schwierige SSD. Kriegen wir die wirklich noch voll? Das wäre ja ein Ding. Nummer 16 von 25. Jetzt versuche ich mich jetzt mal vorsichtig zu drehen. Da gibt es Sauerstoff, den wir momentan nicht brauchen. Ansonsten einen kleinen Blick hier rumwerfen. Hier sind wir, glaube ich, gerade gekommen, ne? Oder von hier. Ach, ey, wenn man sich einmal hier im Kreis dreht. Ne, das ist auf jeden Fall korrekt hier. Das ist unser Weg. Jawohl. Mobiles Mainframe. Voll offline das Ding. Erstmal wieder mit neuem Internet versorgen. Schöne ISDN. Kanalbündelung. Oh yeah. Alles rot. Sieht ein bisschen aus wie bei Two and a Half Men, nur die beiden Jungs die Festplatten ruinieren. Activating Mobile System Terminal. Sehr gut. Mainframe online. Initializing Cerebrum Core Diagnostic Sequence. Cerebrum Core Corrupt. Cerebrum Core Fabrication Required. Initiate Cerebrum Core Fabrication. Gerne. Mobilis Mainframe Terminal Critically Damaged. Locate Emergency Backup Terminal to Access Mobilis System. Okay. Mission Control to Oshima. EVV propulsion reserves at 7%. Ox mainframe activation required for fuel reroute. Updating mainframe location coordinates to heads-up display. Stand by. Tja, lustig. Die haben mich ja nur mal irgendwie quasi auf dem Screen gesehen, dass ich noch am Leben bin. Ob ich wirklich noch lebe, das weiß ja so richtig niemand, oder? Die vermuten das nur, dass ich noch da bin. Ich meine, draußen kann wirklich viel passieren, ne? Ich vermute mal, dass ich jetzt hier wieder rein muss. Ein anderer Weg würde mir jetzt gerade nicht einfallen. Au. Au, 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 au. Hier komme ich nicht lang. Diese Drehung, also wirklich hier so mit dreimal im Kreis und so. Das ist schon nicht so einfach. So, ich gehe mal hier durch. Und wäre jetzt für mich der nächste logische Schritt hier durch. Hinten Sauerstoff holen und dann nach rechts. Genau, das sieht gut aus, oder? Das war immer noch gesperrt.